Schwestern, lieber Schwestern! Wo war der Rostock? Wo? Wo war der Rostock? Wo? Wo? Wo war der Rostock? Es sind inzwischen 13.000 Leute in Dresden. Ja, wir werden auf diese Art und Weise den Druck auf die Politik auch hier in der Region noch immer weitergeben. Wir werden so lange auf der Straße gehen und immer mehr Menschen zu uns ziehen.
Veranstaltungsverlauf zu verzeichnen. Beide Kundgebungen sind störungsfrei und friedlich verlaufen. Die Bogida-Kundgebung, da ist es bei einer Standkundgebung geblieben. Die Anmelderin hat sich entschlossen, keinen Aufzugsweg zu gehen, sondern diese Standkundgebung fortzuführen. Nachdem eine Vielzahl von Bonn stellt sich Querdemonstranten auf den Straßen, die für den Aufzugsweg vorgesehen waren, gestanden haben, die sie dadurch versperrt haben. Es gab jetzt keine nennenswerten Zwischenfälle, geschweige denn Festnahmen zu da. Zum jetzigen Zeitpunkt, der Einsatz geht aber auch jetzt gerade erst zu Ende, sind mir keine nennenswerten Zwischenfälle bekannt geworden, auch keine Festnahmen oder Gewahrsamungen. Wir haben einen ganz störungsfreien, friedlichen Verlauf zu verzeichnen. Es ist eben herausgekommen, dass nächsten Montag eventuell nochmal eine gleiche Veranstaltung stattfinden soll. Können Sie dazu was sagen? Da kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts zu sagen. Ich weiß, dass es Absichtskundgebungen gibt, muss aber nochmal nachhören, ob wir da eine entsprechende Anmeldung schon vorlegen können. Was soll das denn? Durchsage an die Demonstrationsteilnehmer. Seite an Seite.